Hallo, seid gegrüßt. Heute geht es um das Thema Antasten im Linux CNC beziehungsweise wie ich das mache. Ja, im Mach 3 hat man natürlich verschiedene Screens, die solche Messaufgaben bewältigen, also sprich die Routinen sind dahinter schon fertig geschrieben und ich muss eigentlich nur Tasten drücken, natürlich vorher den Messtaster anschließen und installieren. Im Linux CNC ist das ähnlich und was ich da gefunden habe, zeige ich euch heute mal. Aber zum einen mal mein Equipment, also ich habe hier einen Messtaster, der kommuniziert per Infrarot, sprich ich habe hier keine Kabelverbindung oder so. Hier ist eine kleine Batterie, die ihn mit Energie versorgt und der Typ ist ein Renishaw Messtaster MP9. Das ist schon eine ältere Generation, aber die Dinger sind eigentlich schweineteuer und ich bin froh, dass ich das Teil habe. Ja, wie gesagt, kommunizieren per Infrarot. Hier gibt es einen kleinen Empfänger, der sozusagen die Signale verarbeitet. Problem hier, diesen kann man nicht direkt auswerten. Man benötigt letztendlich noch einen Umsetzer, ein kleines Interface, was die Signale steuerungstauglich macht. Ja, und bei meinen Recherchen, wie ich das jetzt letztendlich auf meine Linux-CNC-Oberfläche bekomme, habe ich einen kleinen Screen gefunden, der 2012 mal von jemandem entwickelt wurde. Ist optisch recht ansprechend und funktioniert auch recht gut. Aber als erstes zeige ich euch mal, wie man diesen Screen bekommt und das Wichtigste, wie ich diesen in Linux CNC einbinden kann. So, damit ich die Daten bzw. den Messscreen auf der Linux-Oberfläche einbinden kann, brauche ich erstmal die Daten und dazu gebe ich einfach mal in eine Suchmaschine ein Linux CNC Probescreen und jetzt gibt es auf den GitHub von Versa gibt es diesen Screen. So, hier seht ihr die ganzen einzelnen Dateien und Ordner, das könnte man sich jetzt so runterziehen. Oder man sagt, okay, ich will das alles mit einmal. Das mache ich jetzt mal. Ich speichere das Ganze in ein ZIP-File ab. Jetzt kann ich das schon zumachen und schaue mal unter Download. Habe ich jetzt hier sozusagen mein File heruntergezogen. Dann kann ich das entpacken. Und habe jetzt sozusagen den Inhalt auf der Webseite, habe ich jetzt hier. Aber bevor ich jetzt dazu komme, lege ich erstmal eine kleine Maschine an. Also ich nehme den Step Config Wizard. Und erzeuge eine neue Konfiguration mit den Shortcuts auf dem Desktop. Und wir nennen das Ganze mal hier Test Probe Screen. Okay, das Ganze ist metrisch. Aber jetzt kommt es ja nicht auf die Einstellung hier an. Ich klicke das jetzt einfach mal alles durch, weil letztendlich ist mir das egal. Ich möchte ja bloß erstmal den Screen in Linux CNC einbinden. So. Also, jetzt habe ich hier sozusagen meine Testmaschine. Ich kann die mal starten, um zu schauen, ob es jetzt schon Fehler gibt. Es gibt keine Fehler, aber ich habe auch natürlich keinen Messscreen und gar nichts. Ich gehe mal in den Konfigurationsordner, wo ich jetzt die Konfigurationsdateien von der Testmaschine sehe. Und jetzt ist wichtig die HAL-Datei und die INI. Da muss ich ein paar Änderungen vornehmen und ich muss natürlich die gedownloadeten Inhalte muss ich erstmal hier reinkopieren. So, das tue ich jetzt mal. Jetzt kann ich das schließen. Halt, ich muss noch die Hilfedatei mir anschauen,
weil alles kann man sich nicht merken. Also ich öffne mir gleich mal die Anleitung dazu. So. Okay, jetzt kann ich diesen Ordner schließen. So, wenn man sich an der Anleitung entlang hangelt, dann kommt man da relativ schnell vorwärts. Und zwar, also um den Screen zu installieren, muss ich erstmal in die ini-Datei, das steht hier, und muss verschiedene Befehle erstmal hinzufügen. Das mache ich einfach mit Copy und Paste. Ich ziehe das mal so. Und jetzt geht's schon los. Also, ich nehme mir die Testprobe Screen ini. Und suche mir den Sektor Display. Das finde ich hier. Okay, hier unten drunter mache ich mir ein bisschen Platz und kopiere einfach diese beiden Befehle hier rein. Zack. Das nächste ist, ich suche mir den Sektor RS274 in der ini. Das haben wir hier. Ich verschaffe mir wieder etwas Platz und kopiere diese beiden Zeilen erstmal hier rein. Und jetzt ist wichtig, jetzt möchte sozusagen, muss jetzt festgelegt werden, wo die Unterprogramme liegen, die letztendlich aufgerufen werden in dem Messbildschirm. Und die liegen hier, kann man nochmal schauen, unter Makros. Also unter Makros sind sozusagen NC-Programme hinterlegt, die sozusagen das Tasten erwirken. Also das sprich, wie als wenn ich in einem NC-Programm das Tasten programmiert hätte, ist hier halt hinterlegt. Ich öffne jetzt mal das Down, also für die Z-Richtung zum Tasten. Und dann sehe ich schon Befehle wie hier G91, F für die Geschwindigkeit, halt alles so geschrieben, dass hinter den Befehlen Variablen stecken, weil ich kann in dem Screen ja sagen, taste mir mit einer anderen Geschwindigkeit zum Beispiel. Deswegen ist das hier relativ variabel geschrieben und wird dann einfach aufgerufen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir sagen, wo liegen denn diese Dateien, und die liegen hier letztendlich in dem Ordner Makros, und da reicht es, wenn ich hier einfach Makros hinschreibe. Okay, jetzt geht's weiter. Jetzt suche ich den Sektor Tool-Sensor, den werde ich aber nicht finden. Das ist also ein komplett neuer Eintrag, deshalb kopiere ich mir inklusive diesen Sektor, kopiere ich mir das und füge das hier komplett ein. Das ist sozusagen der Eilgang oder die Eilganggeschwindigkeit, mit der maximal verfahren werden kann in den Zyklen. So. Dieser Abschnitt hier ist eigentlich nur, wenn ich einen anderen Screen im Linux CNC benutze, wie das GMOC CAPI. Wenn ich das benutze, dann muss ich hier diese Befehle einfügen. Aber ist für mich jetzt uninteressant, ich nutze eigentlich ausschließlich den Access Screen, also die Ursprungsoberfläche von Linux CNC. Okay, ich mache jetzt mal die Hilfe zu, weil ich habe eigentlich alles reinkopiert, was ich brauche, also sprich den Teil. Jetzt mache ich das Ganze zu, ich speichere mal meine ini. Und starte mal meine Maschine. Ja, und wie ihr seht, hier ist jetzt ein neuer Tab entstanden. Das ist letztendlich der Messbildschirm oder der Probescreen. Und jetzt könnte ich theoretisch hier schon antasten. Jetzt kommt natürlich ein Fehler, weil die Maschine nicht bereit ist. Jetzt kommt der nächste Fehler. Ich habe die Maschine angeschalten, aber der nächste Fehler wäre, ohne Referenzpfad geht das Ganze nicht. So, die Maschine ist referenziert. Nächste Fehler wäre jetzt Joint 0 überschreiten. Okay, dann müssen wir in die andere Richtung. So. Das ist natürlich, weil ich die Maschine nicht konfiguriert habe. Aber Y- würde jetzt zum Beispiel gehen. Also die Maschine fährt los und tastet in diese Richtung.
Natürlich funktioniert das Ganze nicht. Ich habe hier keine Messtaster dran, gar nichts. Wenn ich jetzt den Probeeingang noch belegen müsste, zum Beispiel habe ich meine Messtaster auf den Pin 13 vom Parallelport, dann gehe ich einfach in die HAL von der Maschine und suche mir jetzt steht ja hier nicht drinne der Probe. Okay, ich suche einfach mal. Okay, steht nicht drinne, das ist aber auch nicht schlimm, denn letztendlich kann man, wenn man die Maschine gestartet hat, kann man sich den Probeeingang auch heraussuchen, und zwar indem ich einfach mal mir die HAL anzeigen lasse und dann gehe ich auf Pins, Motion und hier müsste irgendwo der Probeeingang sein. So, also das ist sprich der Messtaster-Eingang. Ja, und jetzt gehe ich hier in meine HAL und schreibe einfach mal das Ganze händisch rein. Also ich sage, ich möchte ein Netz, das heißt messen. Das kann ich mir selber aussuchen, den Namen. Und jetzt verbinde ich Motion Punkt Probe minus Input mit dem Parallelport. Das kann ich mir ja auch aussuchen. Und zwar der Parallelport. Und ich nehme jetzt mal beispielsweise den Pin 13. Jetzt kann man hier wieder dieses ist gleich machen und mit dem Pfeil muss man aber nicht. Man könnte jetzt theoretisch den Parallelporteingang auch direkt dahinter schreiben. Okay, Parport.0.pin minus 13 minus in. Und wenn ich das Ganze negieren müsste, müsste ich hier noch minus not dahinter schreiben. Okay, ich speichere das Ganze mal. Mache meine Testmaschine wieder zu, öffne diese wieder und jetzt wäre sozusagen der Tasteingang schon verknüpft. Das kann ich auch hier noch mal überprüfen, indem ich mir den Probeinput mal anschaue. Und wenn ich jetzt über den Pin 13 von dem Parallelport, ich mache das mal, ich habe das hier irgendwo, habe ich hier das Kabel. Und dann kann ich, wie ihr seht, kann ich jetzt, wenn ich jetzt mein Messtaster sozusagen mal simuliere, sprich den Pin 13 vom Parallelport kurz schließe mit GND, also ich ziehe das Signal auf Minus, dann schaltet mein Motion Probe Input, weil er halt mit dem Parallelport Pin 13 verbunden ist. Das mal zum Probescreen und jetzt kann ich halt hier verschiedene Angaben machen. Hier ist natürlich alles jetzt auf Englisch. Und deswegen habe ich das Ganze ein bisschen umgeschrieben. Ich zeige euch mal meine aktuelle Konfiguration, so wie ich das Ganze benutze. Das ist sozusagen jetzt mein geänderter Probescreen. Ich habe ein paar Übersetzungen gemacht auf Deutsch. Und ich habe zusätzlich hier meinen Messtaster integriert. Denn mein Renishaw Messtaster aktiviert sich zum Beispiel nur, wenn er kurzzeitig mal mit 600 Umdrehungen pro Minute gedreht wird. Also er schaltet sich durch die Fliehkraft an und verbindet sich mit dem Empfänger-Sender. Wie auch immer. Und ich habe mal den Status von dem Messtaster jetzt hier erfasst. Okay, das mal rein zur Theorie. Vielleicht noch, wie das Ganze funktioniert. Also wir haben sozusagen hier die Makros und die Makros werden aufgerufen über die Oberfläche und die Oberfläche greift letztendlich auf diesen Probescreen Pi zu und da drinnen steht letztendlich, was getan wird. Also sprich, was wird getan, wenn der Knopf XY gedrückt wird? Das kann man sich dann hier mal anschauen. Ist für
Laien uninteressant. Für die etwas Erfahrenen, die können hier drinnen schon einiges herauslesen und Änderungen machen, wie zum Beispiel, ich habe jetzt mal hinzugefügt, wenn mein Messtaster nicht bereit ist, kommt auch die Meldung, Messtaster nicht bereit, denn ich kann ja jetzt nicht checken, ob er sich wirklich verbunden hat mit dem System. Und das nächste wäre zum Beispiel, wenn die Batterie im Messtaster zur Neige geht, dann habe ich sozusagen auch diesen Eingang erfasst und lasse mir das anzeigen mit einer Meldung, wenn die Batterie sich dem Lebensende nähert. Was habe ich noch gemacht? Ich habe zum Beispiel, ist hier wirklich für jeden Knopf so ein bisschen Code hinterlegt. Bleiben wir mal bei dem Down, also sprich bei der Z-Tastung. Das wäre jetzt dieser Abschnitt. Halt nicht so viel verändern. Okay, also dieser Abschnitt regelt jetzt die Z-Tastung. Also wenn ich in Z-Richtung taste, was passiert da? Also es wird in Linux CNC der MDI-Mode geschalten und es wird das Unterprogramm aufgerufen. Dann werden noch die Werte geschrieben, in der History angezeigt und so weiter. Wenn Nullpunktverschiebung stattfinden muss, dann wird das auch noch getan. Und ich habe jetzt noch hinzugefügt eine If-Schleife, und zwar, wenn mein Messtaster nicht bereit ist, dann führe den Code auch nicht aus, sondern schreibe lediglich als Meldung, der Messtaster ist nicht bereit. Und deswegen auf meiner Oberfläche ein zusätzlicher Knopf. Und zwar Messtaster aktivieren. Das geht natürlich auch bloß, wenn die Maschine an ist. Aber das werde ich euch jetzt noch im Anschluss gleich mal zeigen. So, wie taste ich nun? Also tasten kann ich natürlich hier mit den ganzen Knöpfen. Ich habe hier so Einstellungen wie die Suchgeschwindigkeit, die erste, die zweite Antastgeschwindigkeit, Rückzug, Messweg und so weiter. Die ganzen kleinen Infotexte werde ich noch übersetzen ins Deutsche. Aber letztendlich wichtig ist, dass wenn ich jetzt taste und der Messtaster nicht bereit ist, also wenn die Kommunikation nicht steht, dann darf er nicht losfahren. Das habe ich ja integriert, und wenn ich jetzt hier mal irgendwas drücke, dann kommt sofort die Meldung Messtaster nicht bereit. Zusätzlich habe ich mir einen kleinen Button hier drauf gebaut, mit dem ich den halt aktivieren kann. Und der MP9 von Rennischer, der lässt sich durch Drehbewegung aktivieren. Sprich, wenn der Messtaster mit mindestens 500 Umdrehungen pro Minute gedreht wird, dann aktiviert er sich. Und das habe ich hier auf diesen Taster gelegt. Wenn ich den jetzt mal aktiviere, dann dreht sich die Spindel, der Messtaster schaltet sich an. So, die Spindel geht wieder aus. Jetzt haben sich hier auch die, hat sich der Status geändert. Wenn ich das jetzt nochmal versuche, funktioniert das nicht, weil ich habe das auch gleich verriegelt. Das heißt, ich kann, wenn der Messtaster bereits aktiv ist, nicht nochmal aktivieren. Ja, und wenn er aktiv ist, dann kann ich hierher gehen und sage, okay, ich löse mal die Tastspitze aus oder ich erzeuge einen Kontakt, und ihr seht, der Kontakt wird erkannt. Verbunden habe ich das jetzt aktuell mit der parallelen Schnittstelle, und zwar mit Pin 13 vom Parallelport. Also der Pin 13 ist verbunden mit sozusagen den mit der Probe, also sprich mit dem Kontakteingang. Und dann habe ich noch zusätzlich den 12, den Pin 12 für diesen Status und den Pin 11 für die Batterie. Das ist sozusagen hier Probe, Batterie, habe ich das mal so genannt. Man kann auch hier in der HAL die Statin abfragen. Wenn ich jetzt hier mal die Spitze wieder berühre, oder ich halte mal die Dioden vom Messtaster zu, dann geht er sofort in Störung, also in Status NIO. Also das funktioniert alles. Messtaster ist aktiv.
Und dann taste ich jetzt einfach mal in Z. Dadurch, dass ich hier die Checkbox Auto Zero angeklickt habe, wird automatisch der Nullpunkt gesetzt im Z. Genauso geht das natürlich, wenn ich jetzt hier eine Bohrung messen will. Ich habe mal einen kleinen Messring im Durchmesser 19 mm aufgespannt bzw. mit Magneten fixiert. Und der Messtaster fährt also jetzt jeden Punkt an und ermittelt sozusagen die Mitte. Und er gibt mir hier den Durchmesser. So, und jetzt habe ich Folgendes festgestellt. Wenn ich jetzt nicht ganz in der Mitte von dem Kreis stehe, dann kommt hier erstmal ein falsches Ergebnis raus. Das zeige ich euch mal. Also ich jogge jetzt mal etwas außerhalb des Innenkreises. Ich setze den Messtaster jetzt mal hier so an die Ecke und sage wieder, miss mir mal die Bohrung. So, dann macht das gleiche nochmal, fährt also die vier Punkte an. Nur mit der Besonderheit, dass jetzt zwar die Mitte ordentlich erkannt wird, der Messtaster stellt sich auch in die Mitte, nur zeigt er hier, wie ihr seht, 17,4 an. Also wenn man einen Bohrungsdurchmesser ermitteln will mit diesem Screen, dann muss man halt immer zweimal die Bohrung messen. Einmal, um sich direkt in die Mitte zu stellen. Und dann, jetzt mache ich das Ganze ein zweites Mal, um dann auch den Durchmesser ordentlich herauszubekommen. So, jetzt passt das wieder. Wir sind hier bei 19 mm. Wegen den paar Tausendstel streite ich mich nicht rum. In der X-Achse ist eh ein bisschen Luft, von daher schleicht sich da immer ein Fehler ein. Ja, aber im Großen und Ganzen funktioniert die Oberfläche doch recht gut. Lässt sich auch leicht anpassen. Ich habe also im Clade hier noch ein paar LEDs erzeugt und den Button. Und habe das Ganze, wie vorhin schon gezeigt, in der Python integriert. Wer sich damit auskennt, für den ist das nicht so das Problem. Aber man kann natürlich die Oberfläche auch so benutzen, wie man sie letztendlich aus dem GitHub herunterladen kann. Ja. Denk mal, ich habe alles gezeigt, was ich noch zeigen kann, wenn ich den Messtaster jetzt einfach mal ein bisschen verdrehe. Also ich habe versucht, dass die Tastkugel relativ rund läuft. Das kann man einstellen, den Rundlauf der Tastkugel. Somit habe ich auch, wenn der Messtaster nicht immer in der Spindel gleich steht, also die gleiche Gradzahl hat, dann sollte trotzdem einigermaßen das gleiche Ergebnis rauskommen. Wie ihr seht, jetzt habe ich hier exakt 19, ein paar Tausendstel mehr. Aber die Ergebnisse sind schon, ich sag mal, akzeptabel. Ja, wie ihr gesehen habt, lässt sich auch in Linux CNC eine wunderschöne Oberfläche integrieren, mit der man auch, sagen wir mal, relativ schnell Messergebnisse bekommt. Und zum Thema Messtaster, da kann man ja auch nehmen, was man möchte, solange wie die parallele Schnittstelle das Signal verarbeiten kann. Ja, zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.